Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es aufmunternde Worte von mir gratis, nämlich direkt an Maurice, der hier gestern eine Story hochgeladen hat. Und ich muss wirklich sagen, er triggert mich ja schon seit Folge 1 und ich habe mich wirklich zurückgehalten, was ihn betrifft. Ich habe mich nicht so sehr um ihn geschert, weil ich finde seine Aussagen, und das habe ich hier schon sehr oft gesagt, wie er über Frauen spricht, hier natürlich Bezug nehmend auf Ricarda, extrem daneben, und ich habe schon zweimal gesagt, ich schäme mich als Mann für seine Äußerungen, ich schäme mich dafür, und jetzt hat er sich dahingesetzt und eine Ansage gemacht, eine Ansage an Alex Petrovic, hier geht es um den Boxkampf und dass Alex gesagt hätte, wegen seiner Figur, also bei Maurice, die würde nicht so in die Gewichtsklasse reinpassen, so in diese Richtung. Und da hat er sich persönlich angegriffen gefühlt und wir kennen das immer, wenn Maurice sich persönlich angegriffen fühlt, dann hat das Thema Prominenz, dann ist das Thema wichtig und dann erzählt er. Wir haben jetzt hier eine Story, wo er erstmal, was ich natürlich gut finde, sich gegen Bodyshaming ausspricht, gar keine Frage, hat er aber selbst gemacht. Kommen wir gleich zu. Und dann legt er mal so richtig los und äußert sich über seine Wahrnehmung im Sommerhaus. Und ich habe wirklich gesagt, also es kann, in welcher Welt lebt er? In welcher Welt lebt er, dass er das so wiedergibt? Hat er Ricarda nicht am laufenden Band beleidigt? Ich meine ja. Hat er ihr nicht in die Hüfte gekniffen und hat über ihren Körper sich da lustig gemacht? Freunde, also mir ist wirklich, also wirklich, ich bin, als ich das gesehen habe, aufmunternde Worte von Danny gibt es jetzt, ja. Also wirklich, ich habe mich da über ihn wirklich ein bisschen geärgert. Das muss ich wirklich so sagen, mit seiner verschobenen Wahrnehmung. Ich quatsche jetzt aber nicht mehr länger. Wir schalten jetzt mal direkt rein und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ich werde bei meinem Video ab und zu jetzt unterbrechen, mein Statement dazu geben, ähnlich wie ich es damals bei Valentina auch gemacht habe, dass ihr euch nicht wundert, dass wir das nicht in einer Tour durchgucken, sondern ich das wirklich kommentiere. Feuerfrei. Eben, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor wir auf das Sommerhaus eingehen oder auch auf eine ganz andere Sache noch, viel wichtiger ist, ich wollte einfach mal nur nachfragen, wie es euch geht. Ich hoffe, euren Familien geht's gut. Ihr seid bis jetzt, ne, habt die Woche gut überstanden. Das Wochenende kommt immer näher. Da freuen wir uns doch alle drauf. Deswegen, ich hoffe, euch geht's gut. Dankeschön auch für die ganzen vielen tollen Nachrichten, was mich betrifft, was meine Eltern betrifft. Dafür danke ich euch vom Herzen. Deswegen wollte ich einfach mal Dankeschön sagen und hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr euch heute noch einen schönen Abend macht. Und ganz wichtig, ne, immer auf euch aufpasst. So, aufmunternde Worte von Maurice, gratis. Schön, Valentina nimmt dafür 52 Euro, er gibt sie gratis. Das ist erstmal ein gutes Fanmanagement. Man fängt jetzt erstmal, wie ich finde, erstmal mit etwas Gutem an. Finde ich, das muss ich sagen, das ist das Einzige, was mir an seiner Story gefallen hat, ja. So, und jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zu einer ganz, ganz ernsten Sache aus meiner Sicht. Denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der Herr Petrovic, ich sage jetzt extra Petrovic, weil der Herr Petrovic ist nämlich zu doof, meinen Namen auszusprechen. Okay, also er fängt schon mal damit an, weil Alex immer Maurice sagt. Das triggert ihn und lässt ihn natürlich dann relativ schnell hochfahren. Wie oft wird mein Name hier in den Kommentaren falsch geschrieben? Da steht dann Danny, D-A-N-N-Y und ich heiße D-E-N-N-Y. Man kann sich halt natürlich über solche Dinge ärgern und er nimmt das natürlich als Anlass, jetzt hier loszulegen, aber das ist nicht das Hauptproblem. Ich heiße Maurice und nicht immer Maurice, aber der Herr Petrovic, der hat ein ziemlich großes Mundwerk gehabt und hat gesagt gehabt, dass ich ja nicht in seiner Gewichtsklasse bin, aufgrund meiner 10-Kilo-Wampe. Und ich finde, das ist in meinen Augen ein Armutszeugnis, dass man auf die Figur von jemandem geht. Nicht, dass ich mich für meine Figur schäme oder so, sondern... So, und hier unterbreche ich nämlich gleich, weil das ist das, was ich in Folge 1 schon gesehen habe. Er ist auf die Figur von Ricarda gegangen. Da war das auf einmal völlig gar kein Problem. Da konnte er sie reinkneifen, als sie im Badezimmer standen. Und sie hat ihn gefragt, Mensch, bin ich nicht zu dick und so. Und er hat da richtig ekelhaft geantwortet. Und er setzt sich jetzt dahin und macht sich für Bodyshaming stark. Er? Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, also er ist doch nur beleidigt, weil Alex es über ihn persönlich gesagt hat. Er würde sich für dieses Thema null interessieren, da bin ich mir ganz sicher, er würde sich für das Thema null interessieren, wenn es ihn nicht selbst betreffen würde. Und das ist das, was ich jetzt so doppelmoralisch bei ihm extrem falsch finde und verwerflich. Ich stehe zu dem, wer ich bin, aber es gibt Menschen, die haben ein Leben lang Probleme mit der Figur und schämen sich dafür, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel auf den Hüften haben oder auch die anderen vielleicht zu wenig.
Und dass man da so auf den Körper oder auf die Figur von einem Menschen geht, finde ich sehr, sehr schwach. Das zeigt in meinen Augen, was für ein ekliger Mensch dieser. Das hast du gemacht. Du bist im Sommerhaus der Stars auf Ricarda losgegangen und hast sie dort genauso behandelt. Noch viel schlimmer. Halt die Fresse, hast du zu ihr gesagt. Mehrmals. Also wirklich, ich sehe immer diese Szene vor mir, wie sie vor dem Spiegel im Bad steht und er ihr da wirklich so einen Spruch reindonnert über ihre Figur. Er ist nicht besser und setzt sich jetzt hier als das Sprachrohr hin. Ganz ehrlich, ich finde das so daneben. Mensch einfach ist und von daher also absolut einfach nur beschämend in meinen Augen. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und das Traurige ist halt auch, dass genau wegen solchen Menschen, weil der Herr Patovic einfach nur in meinen Augen ein Untermensch ist. Wirklich, er ist. Also sowas Beschämendes, ne, kann ich gar nicht in Worte fassen. Denn viele Menschen, die genau wegen so einem unsinnigen Typen so verfallen in Depressionen, weil sie mit sich selbst nicht zufrieden sind, weil sie denken, sie sind für die Gesellschaft nicht... Hast du mal Ricarda gefragt, was es mit ihr gemacht hat, als du über sie geredet hast? Ob sie das nicht auch verletzt hat? Ob es sie nicht vielleicht auch traurig gemacht hat? Ob das nicht vielleicht auch Selbstzweifel auslöst, man sich unsicherer fühlt, man sich nicht traut, gewisse Sachen anzuziehen, weil du solche Chauvi-Sprüche ihr gegeben hast? Ich glaube, so rum müsste man das erstmal aufwickeln, bevor du dich da hinsetzt, ja. Was er sagt, er hat recht. Aber ich finde, das kommt bei ihm so falsch rüber. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ja. Aber ich muss es wirklich so sagen. Hätte sich jetzt da, keine Ahnung, jemand anderes hingesetzt, ja, zum Beispiel Zico, der solche Sprüche nicht gedrückt hat, dann hätte ich gesagt, Daumen hoch, super. Aber er ist da wirklich der falsche Ansprechpartner. Zu schön oder auch... bekommen Magersucht, weil sie gar nichts mehr essen, damit sie abnehmen, damit sie dem Ideal entsprechen. Aber ich finde das so, so beschämend, weil jeder Mensch ist, laut meiner Meinung, wunderschön. Egal, ob ein bisschen zu viel auf den Hüften. Ey, ich habe auch nicht den perfekten Körper, aber scheißegal. Ich stehe zu dem, wer ich bin. Und ich finde mich gut, so wie ich bin. Aber manche Menschen sind da vom Charakter her nicht so stark oder stehen nicht zu sich selbst und wollen halt immer den Ideal entsprechen. Genau wegen solchen Menschen. Und das ist wirklich sehr, sehr beschämend. Und deswegen, jeder Mensch ist wunderschön, egal ob zu dünn, zu dick. Ob eine krumme Nase oder nicht, ist scheißegal. So, hier machen wir mal eine kurze Pause, weil jetzt kommt nämlich gleich das Eigentliche, worum es ihm geht. Das war jetzt einfach nur, weil es ihn persönlich betroffen hat und das Alex geäußert hat. Deswegen hat er jetzt hier das Thema aufbereitet. Wie gesagt, die Aussagen, die unterzeichne ich zu 100%. Das ist zu 100% meiner Meinung. Aber ich weiß, wie er sich im Sommerhaus der Stars verhalten hat. Ich weiß, wie er mit Ricarda umgegangen ist. Und ich nehme ihm das nicht ab. Das Statement ist richtig, aber es ist das falsche Sprachrohr. Dann sollte er erstmal die Story damit beginnen, sich selbst für sein Verhalten entschuldigen, erstmal selber sagen, was er zu Ricarda gesagt hat, dass das gar nicht in Ordnung war. Und dann würde ich so eine Story hochladen. Aber nicht so, meine Lieben, nicht so. Denn aus meiner Sicht kommt es hier drauf an, nämlich aufs Herz. Und nicht, ob einer einen perfekten Körper hat, ob er ein Sixpack hat oder einen Bauch hat. Ob 5 Kilo zu viel, 5 Kilo zu wenig, das ist irrelevant. Und der Junge ist 32 und dass er wirklich auf den Körper von jemandem geht, ne? Weil schau mal, ich stehe zu mir. Früher. Der kennt meine Vergangenheit nicht. Früher war ich auch ein bisschen pummeliger. Dann kamen die zu mir und sagen, na Dickerchen, wie geht's dir? Alles gut? Geht's dir gut? Das war nicht schön als Kind, weil wie ist es in der Schule, wenn ein Kind ein bisschen zu viel auf den Hüften hat, weil die Oma vielleicht lecker Essen auf den Tisch bringt. Die wird gehänselt und wird gesagt, na Dickerchen, oder wird dafür gemobbt, weil sie ein bisschen mehr auf Hüften hat. Und das ist doch nicht schön. Und was macht er? Der Junge ist 32. Da darf man sich mal gar nicht mal, ja, also, was ist denn da los? Und deswegen, lasst euch nie verbiegen, sondern seid immer stolz drauf, wer ihr seid. Ob 5 Kilo zu wenig, scheißegal. Denn ihr müsst mit euch im Reinen sein. Und es gibt Menschen da draußen, weil zu jedem Topf gibt es bekanntlich einen Deckel, der euch schätzt, der euch so nimmt, wie ihr seid und verbiegt euch für niemanden. Denn wir sind alle schön auf unsere Art und Weise und deswegen von so einem Typen nie was erzählen lassen. So, bis hierhin werden viele von euch jetzt erstmal sagen, ach, der liebe Maurice, verstehe ich. Ja, ja, finde ich gut. Die ersten Teile der Story sind, wie gesagt, ich unterzeichne sie zu 100%. Ist halt nur der Falsche, der es mir sagt. Ich hätte von ihm lieber eine Entschuldigung zu Ricarda gehabt über das, was er über sie gesagt hat, wie er sie behandelt hat. Und dann hätte ich mit so einer Story losgelegt, ja. Von dem Löwen, ja. Okay, jetzt geht es aber um die aktuelle Sommerhaus der Stars-Folge. Und da hat er auch eine ganz verschobene Wahrnehmung. Eine ganz verschobene Wahrnehmung. Es ist unglaublich, wie er sich selbst wirklich in allem immer im Recht sieht. Das war ja im Sommerhaus zu beobachten. Und jetzt hier auch in der aktuellen Situation ist er auch wirklich wieder der größte König vom Universum. Und jetzt gehen wir mal aufs Sommerhaus ein. Denn Sommerhaus war gestern in meinen Augen wirklich eine bodenlose Frechheit. Nämlich aus dem einfachen Grund, da mir ja die Doppelmoral nachgesagt wird. Weil ich mit Valentina... Die gesamte erste Story von ihm ist genau diese Doppelmoral,
von die dir vorgeworfen wird, die gesamte erste Story, alle drei Teile, die du 3 Minuten lang deine Follower zugesülzt hast. Genau das ist das Thema Doppelmoral. Für alle, die es noch nicht so ganz verstanden haben, was ich meine, 3 Minuten etwas zu erzählen, aber es nicht besser zu machen. Selber die Freundin zu schikanieren. Mhm. Ja, und Jan Sobin. Aus dem einfachen Grund. Valentina und ich, wir hatten unseren Disput gehabt. Aber Valentina und Jan, hey, wir sind so. Und ich. Genau, und wie bist du denn über Alex, wie hast du denn über Alex hergezogen, als er nur daran gedacht hat, sich mit Valentina zu unterhalten, um die Sache zu klären? Du hast ihm Ehrenlosigkeit, Inloyalität vorgeworfen. Du bist da völlig ausgeflippt. Warum? Weil es dich wieder betrifft. Nur immer, wenn es dich betrifft, ist es perfekt. Es ist unglaublich. Ich hoffe auch, dass dieser Junge Samstag gewinnen wird. Und er wird gewinnen. 100%. Aber davon abgesehen, habe ich mit den beiden kein Problem. Aber mir wurde nachgesagt, ich bin ein schlechterer Mensch, weil ich mit den beiden Kontakt habe. Weil die ja so schlimm sind. Oder sie ist so schlimm. Aber wurde sie einmal gepiepst in der Show? Ich glaube nicht. Was war gestern mit dem Herr Patrovic los? Der hat Serkan und mich beleidigt. Die müssen raus. Der wurde gepiepst, weil er Ricarda beleidigt hat. Aus Übelste. Wie oft hast du Ricarda beleidigt? Wie oft hast du sie vorgeführt? Man kann auch einen Menschen beleidigen, wenn man sich über sie lustig macht, weil sie nicht, keine Ahnung, richtig einparken kann. Das ist auch eine Beleidigung. Es muss nicht immer ein Ausdruck dahinter stehen, nicht immer ein Schimpfwort. Ja? Das muss da nicht immer dahinter stehen. Aber du bist mit ihr so herabwürdigend, respektlos umgegangen und setzt dich jetzt wieder dahin und sagst, und es wird ja gleich noch besser, und sagst, er wurde beleidigt. Mi, mi, mi. Aber was hat er denn gemacht? Und drittens geht er auf die Tochter von Serkan und Samira. Wo ist denn da eure political correctness? Eure, ne, die Moralapostel draußen, die immer sagen, Maurice, 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 Maurice. Wo ist denn da, dass man mal sagt, so einer auf, ey, was der Alex macht, das ist unter der Gürtellinie. Wo seid ihr? Also ich bin einer von denen, ja, hier melde ich mich, ich bin einer von denen. Ich habe Alex Verhalten oft genug hier in meinen Videos schon kritisiert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Maurice, was du hier gerade machst, ich kaufe es dir nicht ab. Weil ich ganz genau weiß, du regst dich nur auf, weil es dich selbst persönlich betrifft. Nur deswegen regt es dich auf. Aber du bist kein Deut besser. Und vor allem die anderen Bewohner, die zu mir gesagt haben, Maurice, es ist ein fieser Beigeschmack, wenn du mit Valentina und Jan redest. Das geht nicht. Ey, die meisten Bewohner, die hatten Kinder zu Hause. Das hast du den Bewohnern gesagt. Du hast alle fertig gemacht, die nur daran gedacht haben, mit Valentina und Jan sich abzugeben, weil es dein Feindbild war. Dein Feindbild Nummer 1. Es war dein Feindbild. Du hast Alex eine riesen Show gemacht. Die haben eine kleine süße Tochter oder auch generell einen Sohn zu Hause. Und jetzt sitzen trotzdem noch mit diesen Jungen am Tisch. Aber sagen mir Maurice Doppelmoral. Oder man sieht, dass der Mensch beleidigt ohne Ende und sitzt mit denen am Tisch, aber sagen zu mir, Maurice, das, was du machst, geht gar nicht. So, ich hasse das immer, wenn die Menschen immer zu schnell urteilen. Und an diesen Folgen hat man ganz klar gesehen gehabt, was dieser Mensch so unangenehm. Selbst seine Frau so hat gesagt, du bist zu weit gegangen. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, dieser Mensch ist einfach nur Abschaum. Wirklich absolut. Ich finde es aber auch Abschaum, wenn man eine Geschichte anders erzählt, als sie eigentlich war. Wir wissen mittlerweile, dass Alex nicht die Tochter beleidigt hat. Er hat gesagt, irgendwann wird sich die Tochter für die Eltern schämen, wie die Situation damals war. So hat er das formuliert. Aber hier auf diesen Zug aufzuspringen, eine Situation, die Maurice gar nicht persönlich betrifft, weil es ja ein Problem zwischen Samira Serkan und Alex ist, er instrumentalisiert aber jetzt diese Situation, um seinen Worten mehr Macht zu geben. Grausam. Und auch die ganzen Bewohner, die da drin waren, in meinen Augen größte Doppelmoral des Todes. Du! Aus dem einfachen Grund, weil man kann nicht zu mir sagen, ich habe die Doppelmoral, aber selber war selber mit einem Menschen am Tisch sitzen, der maßlos seine Rolle übertreibt. Maßlos. Er sagt ja zu mir, ich habe immer einen großen Mund, ein großes Mundwerk. Aber ich stehe immer zu meiner Meinung. Wenn ich vor diesem Jungen stehe, wenn ich hier bin, ist mir scheißegal. Und ich kann nicht sagen, Maurice, das, was du machst, das ging gar nicht. Aber ich sitze mit einem Menschen am Tisch, der seine Rolle maßlos übertreibt. Das geht einfach nicht. Und ich kann nicht einfach, man hat genau... Du sitzt doch mit Valentina jetzt auch an einem Tisch, die ihre Rolle maßlos übertrieben hat. Es ist doch... Wieso distanzierst du dich denn nicht dann auch von Valentina? Weil wenn du jetzt Alex einen Vorwurf aus der aktuellen Situation machst, du bist doch auch in dieser Situation kein Deut besser. Du kannst doch nicht sagen, ja, mein Kontakt zu Valentina ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja geklärt. Aber
Alle anderen ja nicht. Also diese Doppelmoral, die führst du ja an. Schwertführend führst du die Doppelmoral an. Seit Folge 1. Es ist unglaublich. Ich habe gesehen, dass dieser Junge nur am Beleidigen ist. Hat man einmal gesehen, dass ich einen anderen Bewohner zum Beispiel beleidigt habe oder so? Ja, ein anderer Bewohner wäre unter anderem auch deine damalige Freundin. Gut, wahrscheinlich wart ihr nicht mehr zusammen. Man gibt ja so Gerüchte damals im Sommerhaus. Ja, aber Ricarda war eine Bewohnerin. Die bist du beleidigend angegangen. Du hast sie in mehreren Situationen, bist du über den Mund gefahren und hast sie gedemütigt. Meine Definition, wie du dich verhalten hast, war eine Demütigung für sie als stellvertretend für die Frauen. Wie du mit ihr gesprochen hast, mach mir doch mal einen Toast. Unmöglich, unter aller Sau. Und wo ich ganz klar sagen muss, ich schäme mich dafür wirklich. Ich schäme mich für die Männerwelt. Es ist unglaublich. Hat man das gesehen? Ich glaube nicht. Und von daher, eure Doppelmoral mit, ja, der Alex, der tut mir leid, mit Serkan und Maurice. Habt ihr die Folge genauso geschaut wie ich? Denn man sieht genau, wir haben ihn nicht einmal irgendwie als betitelt oder irgendwie sowas in der Art, sondern wir haben konstruktiv gesagt, dieser Junge muss raus, ganz einfach, mit allen Mitteln. Und der Junge ist einfach eine größte Ratte, ganz einfach Kiste. Und von daher, ja, dann ist mein Statement zum Sommer aus. So ist das. Ach, guck mal, wie schnell man auf Knopfdruck wieder gute Laune hat. Ne? Ist das vielleicht doch ein bisschen gespielt gewesen? So, und jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Und denn jetzt wünschen mein Engelchen, ne, meine kleine Muschelmausi, wir wünschen euch jetzt noch, wie gesagt, einen schönen Abend. Muschelmausi. Macht euch einen schönen Abend mit euren Liebsten. Passt auf euch auf. Und ganz wichtig, ne, bleibt immer euch selbst treu. Ne, mein Schatz? So, da haben wir den Bad Boy mit Muschelmausi, der jetzt hier die Ansage an Alex Predovic gemacht hat. Ich muss euch wirklich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja meine Meinung deutlich gemacht, wie ich über Maurice denke. Ich glaube, dass er im Grunde ein lieber Kerl ist, gar keine Frage, ja. Und seine ersten 3 Minuten, das, was er gesagt hat, ich unterzeichne das zu 100%. Ich würde mir aber wünschen, dass es vielleicht irgendwann noch mal ein Statement gibt zum Thema Ricarda. Vielleicht gab es das Statement schon, dann entschuldige ich mich, dass ich es nicht aufgegriffen habe, weil ich es nicht kenne. Ich muss dazu sagen, ich habe Maurice jetzt wirklich eine längere Zeit gemieden als Darsteller aus dem Sommerhaus der Stars, weil er für mich einfach nicht so richtig relevant war und ich einfach mich für seine Aussagen geschämt habe, dass ich ihm einfach keine Beachtung geben wollte. Aber nach diesem Statement gestern, welches ihn persönlich betroffen hat, sich so zu äußern, musste ich hier mit in die Trash-Highlights reinbringen. Das war wirklich aus meiner Sicht ein Trash-Highlight. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu Maurice? Denkt ihr, yo, alles, was er gesagt hat, unterzeichne ich auch und das mit Alex geht gar nicht und ihr seid da absolut auf Maurice Seite oder versteht ihr auch meinen Ansatz, dass ich sage, dass es ihn nur stört, dass er sich nur dafür stark macht, weil er selber einen Spruch bekommen hat und das ist wirklich schwertführend für alle Situationen, die wir in der Vergangenheit mit ihm erlebt haben. Immer, wenn er davon betroffen ist, sei es Tim Toupet, sei es Ricarda, es ist völlig egal, sei es Valentina, immer erst, wenn es ihn betrifft, fährt er hoch und fängt von Doppelmoral an zu sprechen und dann im Nachhinein war er kein Deut besser, meine Lieben. Okay, so viel heute von mir. Wir sehen uns heute nochmal wieder um 14 Uhr. Es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Da geht's hier weiter und ich sage euch eins, dann wird es wieder ein bisschen entspannter. Also macht es gut, ciao.